Ja, hallo. In diesem Video werde ich versuchen zu erklären, wie man in einer gestressten Situation zur Ruhe findet. Ich habe viel über Ruhe gesprochen, ich habe viel darüber gesprochen, dass das eine wesentliche Voraussetzung ist, um zu uns selbst zu finden. Also werde ich jetzt einfach mal versuchen, in diesem kurzen Video eine Technik zu vermitteln, welche ich selbst verwende. Zunächst einmal sollten wir darüber gewahr sein bzw. zur Kenntnis nehmen, dass unsere Atmung verbunden ist mit unserem zentralen Nervensystem. Das heißt also, immer dann, wenn wir etwas Bestimmtes erleben, welches uns auch emotional mitnimmt, bekommen wir eine ganz bestimmte Atemfrequenz. Es ist beispielsweise so, dass wenn man schläft, ist die Ausatmung um das Doppelte der Einatmung verlängert. Wenn man nicht schlafen kann, wäre es zum Beispiel eine Methode, seine Atmung zu beobachten zunächst einmal, dann irgendwann zu ermitteln, einen Sekundenwert, wie lange atme ich ein, wie lange halte ich ganz kurz an und wie lange atme ich wieder aus, und dann zu versuchen, sanft, ohne sehr viel Druck und Gewalt, die Ausatmung ums Doppelte zu verlängern. Man kann das tun, indem man die Stimmritze hier so ein bisschen zusammenzieht. Der Atem bekommt dann so einen hauchigen Klang. Das nennt sich im Yoga Ujjayi. Das heißt also, die Ausatmung um das Doppelte der Einatmung, Entschuldigung, verlängern, bewirkt ein zur Ruhe kommen des Geistes. Umgekehrt ist es so, dass wenn wir in eine Situation geraten, in der wir Angst bekommen, wenn wir in eine gestresste Situation geraten, fangen wir an, schnell und hektisch zu atmen. Und wenn wir in panische Angst geraten, dann wird die Atmung ganz flach, dann wird es zu einer Art hoher Brustatmung, wo man das Gefühl hat, dass die Atmung einfach nicht tiefer geht als hier in diesen Bereich hinein. Sie geht natürlich tiefer, das ist klar, aber es ist trotzdem eine andere Art zu atmen. Es ist eine andere Art in Frequenz und sie löst halt eben Angst aus. Und genauso ist es auch beim Sex und bei allen anderen Dingen, die wir tun. Alles das, was uns in irgendeiner Art und Weise mental beeinflusst, hat eine Auswirkung auf unsere Atemfrequenz. Ich werde da jetzt nicht weiter darauf eingehen, obwohl man dazu noch eine Menge sagen könnte, aber die Zeit reicht einfach dafür nicht. In Situationen also, wo man zur Ruhe kommen möchte, aber keine Ruhe hat, ist es das Beste, wenn man sich erstmal ein Plätzchen sucht, wo man sich hinsetzen, hinlegen oder was auch immer kann, jedenfalls ungestört, wo man auch das Gefühl hat, ungestört zu sein. Und sollte man so einen Platz gefunden haben, sich dann erstmal hinsetzt und erstmal die Augen schließt und das, was einen stört, dieses Störgefühl, anfangen zu beobachten oder zu versuchen, es irgendwie zu beobachten, zu fühlen, zu erfühlen. Es gibt Leute, die sind da mehr visuell veranlagt, die können da was sehen. Also alle Sinne. Das heißt, die gesamte Sinnesaktivität, welche so in die Außenwelt gerichtet ist, ja, diese von der Außenwelt als Objekt der Wahrnehmung abziehen, das heißt die Sinneswahrnehmung, und nach innen richten, und auf was? Auf die Atmung. Ja? Das heißt, man versucht sich hinzusetzen, möglichst mit einem geraden Rücken, also so wie ich jetzt hier gerade saß, das wäre jetzt nicht richtig, aber jetzt mal so, also mit einen geraden Rücken, dass die Wirbelsäule und der Kopf sozusagen eine Linie bilden. Ja, hier Zentrum, Zentrum. Und versuchen mit allen Sinnen die Atmung nachzuvollziehen. Wir können sie hören, wir können sie fühlen, wir können sie spüren und wir können sie auch visualisieren. Punkt 1. Und immer dann, wenn die Gedanken uns von dem Objekt unserer Wahrnehmung oder von dem ausgesuchten Objekt unserer Wahrnehmung, der Atmung, wegführen, immer dann holen wir sie wieder zurück. Ja? Wir setzen uns hin, wir richten uns auf und wir fangen an, die Atmung zu beobachten. Und immer dann, wenn wir feststellen, es kommen andere Gedanken, die uns von der Beobachtung der Atmung wegführen, immer dann, sobald wir es realisiert haben, dass wir weg sind, wieder zurück. Das ist die Übung. Dieses Zurückholen ist eigentlich die Basis der Übung, denn durch dieses immerwährende sich selbst zurückholen in die Konzentration auf das ausgesuchte Objekt der Konzentration entsteht Konzentration. Immer dann, wenn die Atmung unruhig ist, das heißt, wir in Stress geraten, ja,
tun wir ganz gezielt etwas, damit wir in Stress geraten? Immer, also, okay, ich hatte gerade ein Problem mit meinem Monitor. Okay, also, andersrum erklärt, wenn wir anfangen, die Atmung zu beobachten und wenn wir sie loslassen, das ist ein ganz wichtiges Element, denn beobachten bedeutet wirklich nur beobachten und nichts tun. Ja? Also, wir sind an einem Ort, wo wir für uns sind, wir können uns hinsetzen oder hinlegen, wir können einen geraden Rücken machen, das Kinn leicht zur Brust, Scheitelpunkt zur Decke und wir können anfangen, die Atmung zu beobachten. Und wir lassen sie dabei los, ja? Wir versuchen uns von jeglicher Aktivität innerhalb der Atmung zu befreien, beziehungsweise es einfach fahren zu lassen und nicht selber aktiv die Atmung zu beeinflussen. Das nächste, was wir dann feststellen werden, ist, dass die Atmung sich wieder einpendelt. Sie findet wieder in eine natürliche Balance. Ja? Und die Beobachtung dieser natürlichen Balance, also des Ein- und Ausströmens des Atems, führt in die Meditation direkt. Und da die Atmung das Zentralste ist, was wir sozusagen haben, es ist nicht umsonst, ist es das Erste, was wir tun, wenn wir hier auf diese Welt kommen. Wir kriegen einen Klaps hinten drauf und dann mit einer Art Einatmung beginnen wir sozusagen diesen Film, der sich Leben nennt, und mit einer letzten Ausatmung beenden wir die ganze Angelegenheit. Ja? Okay, Stress. Wir suchen uns einen ruhigen Ort, wir setzen uns hin, richten uns auf, beobachten die Atmung, lassen die Atmung los, atmen nicht mehr aktiv, sondern passiv. Wir beobachten das Ganze und wir stellen fest, wie sich die Atmung dann ganz natürlich wieder einpendelt. Wenn wir das dann eine Zeit lang tun, beruhigt sich sowieso alles automatisch. Und das Störgefühl, was vorher da war, ist, wenn es noch nicht weg ist, dann nicht mehr wir selbst, sondern etwas, was wir außerhalb uns selbst gestellt haben, indem wir es beobachten. Ich habe etwas, es stört mich, ich setze mich hin, mache die Augen zu und fange an, es zu beobachten. Ich pendele meine Atmung ein und ich erlebe sozusagen meine innere Sphäre und stelle fest, ich bin nicht der Inhalt meiner inneren Sphäre, sondern ich bin das, was den Inhalt überhaupt erst möglich macht. Ich bin sozusagen das Potenzial, aus diesem heraus jeglicher mentale Inhalt, Gedanken, Gefühle etc. kommen. So, wichtig dafür ist, dass man die Möglichkeit hat, einmal kurz die Augen zu schließen und sich in sich selbst zurückzuziehen, ohne die Befürchtung zu haben, dass man von außen gestört wird oder dass man auf irgendetwas von außen reagieren muss. Das können wir natürlich nicht tun, wenn wir Auto fahren, das ist ganz klar. Ja? Also, immer dann, wenn die Möglichkeit sich bietet, wir in Stress geraten sind und wollen uns aus dem Stress wieder rausholen, ist das die Methode, wieder zur Ruhe zu finden. Das heißt, man setzt sich hin, richtet sich auf, fängt an, die Atmung zu beobachten, lässt sie los, atmet nicht mehr aktiv, sondern nur noch passiv, beobachtet es schön und irgendwann stellt man fest, okay, die Atmung atmet von alleine und ich beobachte sie und immer dann, wenn die Gedanken abschweifen, holen wir uns selbst wieder zurück, whoop, und beobachten weiter. Und mit jedem Mal, mit dem wir das tun, wird das Ganze besser. Und noch besser und noch besser. Und am allerbesten ist es, wenn man die Möglichkeit hat, sich einmal am Tag 5 Minuten Zeit für sich selbst zu nehmen, sich zu sagen, okay, einmal am Tag habe ich ein Rendezvous mit mir selbst, ein Rendezvous mit meiner Atmung. Und die Zeit am besten natürlich regelmäßig, weil dann kann sich das Unterbewusstsein darauf einstellen. Diese Übung führt zur Ruhe, führt zur Selbstwahrnehmung und führt in letzter Konsequenz irgendwann auch zum wahren inneren Glück. Ja? Ich erzähle das nicht einfach so. Es ist etwas, was ich durchaus selber so erfahre. Okay, war jetzt Schluss. Wir haben jetzt schon wieder 9 Minuten 20. Das war mal ein Video zum Thema Yoga, Hatha Yoga. Ich wollte das Wort eigentlich nicht erwähnen. Aber es ist so, so tschüssi.